So, da bin ich wieder. Fröhlich vom Telefonat zurückgekehrt. Es war ganz wichtig, ne, weil. Was muss ich denn hierfür nehmen? Den Kamm oder wie? Kämmt das Pokémon? Ja, es ist der Kamm. Okay, natürlich ist er ein bisschen verschmutzt geworden durch die ganze Rennerei, das war ja ganz klar. Es haben gerade ein paar Mädchen aus meinem Kurs einen Mädchen-Mädelsabend halt, ne? Wie man das halt scheinbar so macht. Und, na, die haben mich halt gerade angerufen und ich sollte mal vorbeikommen und Stripper spielen, aber dachte, ne, für euch, also für euch muss ich mehr arbeiten. Ich werde doch jetzt nicht für vier Mädels, nur um Stripper zu sein, da jetzt hingehen und euch zurücklassen, also wirklich. Nein, gut, sie wollen die Aufgaben von der Physik arbeiten, die wir machen mussten, aber das muss ja keiner wissen, das ist mir meine Illusion. Meine Güte, so mein Handy ist noch nicht aus. Ich habe nämlich für Pokémon Go damals eine Sperre eingestellt, damit der Stromschwachmodus nicht angeht. Damit sich Pokémon Go nicht immer beendet. So, jetzt zurück zum eigentlichen wesentlichen Thema. Gibt es hier auf diesem Weg nach unten irgendwo ein Item? Nein, aber es gibt tatsächlich Steine für Tauros. Da ich nun Tauros noch nicht habe, ist das ein bisschen ungünstig, dass ich diesen Weg jetzt trotzdem heruntergesprungen bin. Und ja, ich will vielleicht nochmal absichtlich diese eine Runde drehen, um halt vielleicht doch nochmal ein Kind rumzukriegen. Ich meine, Andreas hat eins, ich will da ja nicht hinterher hinken, aber es ist so schlimm. Wie gesagt, ich habe halt drei Kumpels jetzt direkt, die das auch zocken, sogar halt aktiv, weil sie nicht aufnehmen und auch während der Vorlesung und dazwischen und davor ab und zu zocken. Einer ist halt Andreas, der halt jetzt, wie gesagt, die vierte, fünfte Prüfung hat, keine Ahnung, Pflanzenprüfung gemacht hat vorhin und halt relativ weit ist, den ich bisher einmal bekämpft habe und da gewonnen habe. Yeah, hey, dank Wajutsu, ansonsten hätte ich auch verloren. Der hat zum Beispiel Kindwurm, das heißt, mit dem muss ich gleich ziehen, indem ich das Kindwurm fange oder vielleicht irgendwann mal im Spiel aufhole, was auch noch irgendwann vielleicht eine Option wäre. Dann ein anderer, der hat gerade erst angefangen, sein erstes Pokémon bekommen. Der findet die 3D-Ansicht nicht ganz so geil, weil er am Anfang so wenig sehen kann und weil die Animationen so lange dauern. Ja, es ist so ein typischer Arbeitsfreak, schnell, schnell, viel, viel. Ich habe auch schon gesagt, du sollst das Spiel genießen und nicht durch, ne, rushen. Das Wort habe ich damals auch gesucht. Meint er schon, ja, Physikstudium ist doof, man kann nicht mal mit Pokémon genießen. Vielleicht gewöhnt er sich noch irgendwann an alles, werden wir dann sehen, gerade weil jetzt weiter hinten ja auch die Kamerasteuerung ein bisschen anders ist. Apropos, beide, Andreas und der andere, meinten halt hier, alles klar, es ist doof, dass man die Kamera nicht drehen kann, was mir überhaupt nicht aufgefallen ist. Es ist ein Pokémon-Spiel, warum sollte ich die Kamera drehen wollen? Ja, es ist ein 3D-Spiel. Da kann man normalerweise die Kamera drehen. Hat mein inneres Gehirn so nicht verarbeiten wollen. Und ein anderer, den ich zum Glück nicht jeden Tag sehe, weil er da in Dresden ist, der das Spiel aber trotzdem hat und der hier ab und zu herkommt, weil seine Freundin bei mir im Kurs ist, der, ja, hat halt schon, ist auf der dritten Insel. Ist also auch unglaublich weit und hat es auch später bekommen als ich. Die sind alle so vor mir weg. Deswegen muss ich mehr aufnehmen. Ich habe zwar schon so kaum Zeit für andere Aufnahmen, aber wenigstens das kriege ich hin. Kollektiver Druck. Und der Wunsch, selber weiter zu zocken und der Allerbeste zu werden, wie keiner vor mir war. Sorry. Ganz allein schnapp ich sie mir, ich kenne die Gefahr. So, Problem ist bloß, ich schnapp sie mir halt nicht alle. Zum Beispiel Kindwurm schnapp ich mir halt, wie es gerade aussieht, nicht. Kann ich scheinbar nicht ganz so gut zuschnappen. Muss später dann mal kommen. Also, wie gesagt, ne? Ja, das zermürbt mich halt, genauso wie die Attacke zur Mörber. Um es mal mit der Attacke. Ja, okay, es war zu spät. Um den Wortwitz nochmal mit einzubinden. Aber das ist halt doch Kacke. Wieso kann der eigentlich Metallklaue? Ich verstehe es immer noch nicht. Trotzdem, ich will doch nur so ein scheiß Kindwurm. Ich würde es wahrscheinlich nicht mal trainieren. Obwohl, ich glaube, das würde ich auf jeden Fall so ziemlich direkt ins Team reinnehmen. Aber erst auf einer späteren Insel, weil es ja auf Stufe 55 gehen muss. Oh, ich glaube, der Ton ist jetzt ein bisschen zu laut. Fällt mir gerade mal auf. Egal. Kann ich ja alles im Nachhinein regulieren. Komm schon, Kindwurm. Ich will dich. 1% Chance. Jetzt. Komm schon, komm schon, komm schon. Nicht hingucken, dann funktioniert es vielleicht. Nicht hinhören, dann funktioniert es vielleicht auch. Das ist ein Zubat.
Ja, ich hör's. Wie gesagt, Zubat erkennt man. Das sind so erste Generationen Suchtis. Oh, Zubat, da ist klar. Das wäre auch mal geil. Einfach bloß ein Quiz über Pokémon halt. Das haben wir mal als Weihnachtsmärsche gemacht. Ich mit BBK Let's Play zusammen. Wobei ich es nicht aufgenommen habe, weil ich Angst hatte wegen der GEMA, wo halt verschiedene Musikstücke abgespielt wurden aus verschiedenen Filmen und man erraten musste, wo genau das vorkam. Und das hat halt bei mir mehr oder minder gut funktioniert. Und es wäre eigentlich ganz geil, und ja, ich mache das ja mit Absicht, um das halt mit Pokémon-Rufen zu machen. Ich weiß, es gibt manche Pokémon, die haben denselben Ruf, also zwei verschiedene mit denselben Ruf, so Rhyhorn und Glurak zum Beispiel haben exakt denselben. Zumindest der ersten Generation noch, ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Und das wäre halt mal, wo man halt mehrere Antworten zulässt, eine geile Aktion, das so mal durchgehen zu lassen. Einfach nur mal, just for fun, mal sehen, wie man da abschneiden würde. Weil ich sage jetzt, alles klar, Zubat, erkenne ich am Schrei, was daran liegt, dass Zubat und Dick da anders klingen. Und wenn ich jetzt beide fünfmal gehört habe, irgendwann schafft mein Gehirn es schon, das zu prozeduieren und zu trennen. Kein Ding für ein King. Aber alles andere ist so, naja. Ja. Gut. Dann nochmal kurz einen Supertrank. Wäre vielleicht wunderschön. Stimmt, ich habe Honig. Das heißt, man kann wieder Bäume beschmieren mit seinem persönlichen Honig. Man muss ja zwar vorher schauen, dass keine Eichhörnchen drin sind. Ansonsten funktioniert das immer wieder super. Warum ist eigentlich der Netzball in der Tasche? Netzball! Er ist zwar ein Pokéball, aber ich habe keine Balltasche. Gut, meine Aussage hat sich geändert. Nevermind, ignoriert mich einfach so. Mein Faxo sollte langsam mal wieder geheilt werden, denn jetzt, nach den nächsten 10 Kämpfen, wir haben doch jetzt bestimmt ungefähr 20 Mal schon gekämpft, das ist ein Fünftel. Noch fünfmal die Anzahl von Kämpfen, die wir jetzt hier drin gemacht haben und schwuppdiwupps, aus dem Nix, so schnell ging's, haben wir ein Kindwurm. Das kann doch jetzt nicht so lange dauern, das kann nicht euer Ernst sein, das nicht zu wollen. Vielleicht kriegen wir noch ein Shiny-Pokémon vorher. Das könnte auch sein. Aber trotzdem, welchen Shiny-Kindform? Das sind so Sachen, die muss man einfach im Let's Play forciert haben. Oder vielleicht mache ich darüber, weil bis der Part rauskommt. Oder bis ich soweit bin, dass ich hier wieder hingehe, ist glaube ich schon Ferien. Da könnte ich tatsächlich streamen. Ich könnte das Spiel streamen und dabei Kindwurm und allgemein Pokédex-Suche machen. Ich könnte bis zu den Ferien das Spiel storytechnisch versuchen durchzuspielen. Und dann in den Ferien Pokédex-Vervollständigungsstreams machen. Boah, das wäre geil. Alles klar, ihr Kindwurm. Vermiss mich bitte nicht zu stark. Ich komme wieder. Keine Frage. Dididio. Das wäre sonst auch mal wieder ein Schuss in den Ofen. Gut, dann mache ich das so. Ah, wäre so geil gewesen, wenn es jetzt wäre. Also halt immer, wie bei dem legendären Pokémon, wenn man die fängt. So immer einen Ball werfen und immer, wenn man diesen Ball wirft, denkt man. Ist man sich sicher, hofft man, dass das jetzt der Ball ist, wo das Ding drinnen bleibt. Dann wackelt das einmal, wackelt das zweimal. Das ist der Moment, wo die Kamera zum Pokémon hinschwingt und ich denke, yes, das ist es. Ich hab's im Urin, ich hab's im Blut, ich spüre das. Und dann bricht's aus. Und man hört einen Zubat-Schrei, so als Vergleich. Okay, letzter Kampf, allerletzter Kampf, ganz sicher. Ich meine, ich kann hier nicht mal tryharden, ich kann es nur probieren, das ist halt Zufall, ne? Und dann halt ein Dick. Der Dick da ist schon näher an einem Kindwurm dran als ein Zubat. Also wenn wir jetzt noch einmal. Ich habe keine AP mehr, ne? Ich habe noch Schlecker. Gut. Weil ich keine AP mehr habe, sollte ich auch langsam vielleicht wieder zum Pokémon Center gehen oder zumindest hier rausgehen. Heißt, das hier ist jetzt wirklich mein allerletzter, vorletzter Versuch. Dick da ruft um Hilfe. Dick da, Dick da, Dick da, Dick da. Und es antwortet niemand. Oh. Weißt du wieso? Die Klatze mag keiner. Entweder du stehst zu deiner Klatze oder du stehst nicht dazu. Die drei Härchen, die da rauskommen, ist so wie ein Babybart. Nennen wir es mal so. So kein grandioser voller Bart wie meiner, der auch noch gern ein bisschen dicker sein kann oder halt ein dünner. Sondern halt nur so einzelne Stellen. Hier ein bisschen Bart, da ein bisschen, dort ein bisschen. Das ist es halt so. Und dazu passt du halt. Habe ich gerade vergessen, Y zu drücken, um Pokémon zu pflegen, um den Sand aus Manfaxos Haar rauszukämmen. Ah, schade. Ach, Mann, ist wieder zu Bart. Okay, dann war das, wie gesagt, der aller vorletzte Kampf.
Und beim nächsten Mal gehe ich dann raus. Bis ich wieder aus Versehen Z-Teleport einsetze, dann mal weggehe. Oh! Auf einen Warnruf weicht mein Faxo aus. Seht ihr, die Bindung zwischen mir und meinem Faxo wird weiter gestärkt. Zubat ruft um Hilfe. Und es erscheint ein zweites Zubat. Oh mein Gott. Nee, oder? Ich dachte, ich hätte es jetzt so geschafft, dass hier keins kommt. Aber gut, ich habe ja... Die Zurückhaltung ist ja ein Z-Move, ne? Also ist ja Z super geil. Das heißt... Sorry. Das heißt, ich könnte auch mit dem Z-Move, mit Zurückhaltung, die AP noch mit benutzen, um auch da weiterhin Pokémon zu töten. Also nach Kindwurm zu suchen. Ich weiß noch nicht mal sicher, dass es hier ist. Das kommt ja noch mit dazu. Es könnte auch durchaus sein, dass es hier gar nicht ist, weil ich glaube, als ich das irgendwie online gesehen habe, war noch irgendwie Moos auf dem Hintergrund. Daher, vielleicht bin ich falsch. Ja, dann gehe ich einfach nach dem nächsten Kampf hier wieder raus, nachdem der grandiose Z-Move nochmal zugeschlagen hat. Man fragt, so guckt einfach so geil böse. Ey, was willst du von mir? Schaust du mich so schräg an? Das passt uns überhaupt nicht, das ganze Ding mit rein, aber ey. Weil dass er den Mund beim Rennen noch aufhaben muss, das erkennt man genau, wenn man genauer hinschaut. Ach, mir gefällt das einfach. So, jetzt kann ich fliegen. Sehr schön, das darf ich nicht verpassen. Man fragt, so mag mich wahrscheinlich schon weniger, weil ich es vorher nicht getan habe. Quatsch, er liebt mich immer noch. Würde mich die ganze Zeit abschlecken, wenn er nicht keine AP mehr dort hätte. Alter, du bist aber ganz schön zerzaust, mein Junge. Müssen wir dir das Haar erstmal wieder komplett frisch kämmen, damit alles wieder schön und glatt dort wird. So. Schönes Ding. Mam. Kann noch mehr als mampfen, denn sein Magen ist genauso groß wie sein Herz. Und wie wir alle wissen, Liebe geht durch den Magen. Also hier, nimm alle meine Liebe und schluck sie runter. Schluck sie runter, ja, schluck sie runter. Dann läuft dir nicht den Rücken runter. Beim Piraten, so ist es, ne? Wenn ich mich richtig erinnere, die schöne Sexpraktik, die ihr mir beigebracht habt, das klingt falsch. Aber gut, so, letzter Kampf, versprochen, ist versprochen und wird auch nicht gebrochen, was wahrscheinlich wieder kein Kindwurm sein wird. Aber man muss es ja wenigstens nochmal probieren, ja, okay, nächstes Zubat. Oh, kann eigentlich, wenn jemand um Hilfe ruft, auch eine andere Pokémon-Art erscheinen? Das ist bisher noch nicht einmal passiert, dass ein Dickter um Hilfe gerufen hat und ein Zubat kam. Wäre auch nochmal cool zu wissen. Nochmal, ich will doch nur einen scheiß Kindwurm. Das kann doch nicht so viel verlangt sein. Ich meine, ich habe doch... ruft um Hilfe. Ich habe doch sogar auch, Vulcano durchgehalten, was wahrscheinlich eine wesentlich höhere Wahrscheinlichkeit hat. Oh, wieder ein Zubat. Wer hätte das erwartet? Ganz was Neues. Vor allem, ich habe jetzt nicht mal mehr AP, um durch dieses scheiß Sonnenblumenfeld durchzugehen. Das regt mich tatsächlich so ein bisschen auf. Oh, mein Faxo trifft sich selber. Es ist tatsächlich äußerst ungünstig, aber ausweichen kann er trotzdem immer noch. Na gut, alles klar, dann machen wir jetzt einmal einen Z-Move. Z-Move, Hyperangriffszurückhaltung, Sprint ins Gesicht. Yep, so heißt es. Und ja, ich habe genau die gleiche mögliche Namensgebung, wie Dumbledore es immer macht. Damit ist es das eine Zubat auf jeden Fall schon mal... aus dem Gefecht genommen. Wir müssen nur noch irgendwie das andere angreifen. Und hoffentlich irgendwie nochmal mit Schlecker treffen. Wir müssen wahrscheinlich dann nachher wieder fliegen, weil er sich vollgesabbert hat, weil der Dreck auf Zubat so gut geschmeckt. Ich will jetzt nicht sagen, dass mein Faxo ein Lebensfleischfresser ist, was durchaus bei meinem Faxo denkbar wäre. Aber man muss es ja nicht unbedingt annehmen. Oh mein Gott, mein Faxo ist bereits ver... Och nein, Zubat, lass das! Bitte tu's nicht! Scheiße, und es kommt wirklich immer nur ein anderes Zubat. Wahrscheinlich ist dafür die Wahrscheinlichkeit am höchsten, dass dasselbe Pokémon nochmal kommt. Ganz ehrlich, die wollen mich hier gerade rausekeln. So nach dem Motto, okay, der will nicht gehen. Der tut seinen Zuschauern und sich selber an, hier so lange drin zu suchen.
Alles klar. Jetzt wird er nervlich platt gemacht. Und genau das machen sie gerade. Einfach bloß mehr rauf, wie ein Elefant geht. Gut, ich könnte wegrennen. Wäre durchaus eine angebrachte Option. Ich muss doch sowieso hier wieder herkommen, sobald ich das Tauros habe. Jetzt mal ernsthaft. Oh, Pikachu erreicht Level 20. Der hat zwar immer noch keinen Angriff bekommen, aber hey, Level 20. Und wie gesagt, ich muss vielleicht mal Faxo auch nochmal neue Angriffe beibringen. Und ich bin nicht mehr verwirrt. Sehr schön. Mein Faxo schlägt sich... Ach nein, das kann der auch noch um Hilfe rufen. Willst du mich verarschen? Na 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 Fledermausmann! Lederlappen greift an! Oh nein! Aber ich renne nicht weg! Ich bleib jetzt hier, bis diese gottverdammten Typen allesamt erledigt sind! Das kann doch nicht euer Ernst sein! Okay, ich verstehe es! Ich verstehe es! Ihr wollt mich hier nicht haben! Ich gehe aus der Höhle raus! Kein Ding für ein King! Geht in Ordnung! Sie sind noch Level 19 erreicht! Toll! Mein Faxo steigt und steigt und steigt. Alter. Und nein, jetzt ruft er auch noch um Hilfe. Die sind zu solidarisch hier. Nein. Oh Leute. Das ist doch langsam nicht mehr feierlich. Ist das euer verkackter Ernst? Das Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na hört einfach nicht auf. Aber gut, hey. Schlecken wir halt weiter. Ich glaube, ich schlecke jetzt... Es paralysiert sogar noch. Alter, wie klein die Chance ist. Und ich glaube, wir haben damit eindeutig bewiesen, dank dem Gesetz der großen Zahlen, mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit ruft das Pokémon nur sich selber wieder und keine anderen. Ich würde so feiern, wenn jetzt auch noch ein Shiny von denen mit auftauchen würde, aber das wäre dann, glaube ich, vielleicht ein bisschen zu viel Wahrscheinlichkeit, weil da wäre mir Kindwurm schon lieber als so ein Shiny Zubat. Wobei, so ein Shiny-Zubat schon geil, wer hat es gerade mitbekommen? Der Gegner hat tatsächlich Superschall eingesetzt. Da stand da, Mamfakshu ist verwirrt. Also, und als ich wieder dran war, Mamfakshu ist nicht mehr verwirrt. Und Mamfakshu so, leckt euch, ihr Arschlöcher. Hum. Schmeckt wahrscheinlich immer noch gut für ihn. Tut vielleicht ein bisschen weh, aber hey, es schmeckt. Sehr schön, Schlecker geht durch. So langsam schafft er es, sich damit irgendwie zurechtzufinden. Und steigt halt nicht nochmal ein Level auf. Ist ja gerade eben erst hochgegangen. Und das Tool ist paralysiert. Und ruft bitte nicht um Hilfe. Es ruft nicht um Hilfe. Wir haben es geschafft. Warte mal, soll den Tag nicht vor dem Abend loben? Er könnte immer noch verwirrt sein. Sehr schön. Wir haben es geschafft. Wie viele Zubats waren das denn? Genau, viel zu viel. Es ist so viel zu viel zu viel. Über alle Fragen. So viel Zeit und so viel das Glück hat keinen Namen. Und durch den ganzen Schläger hat er sogar sein linkes oberes Öhrchen mit seinem eigenen Speichel voll eingesabbert. Okay, geht klar. So, beim Faxoni geht's wieder. Gut, eigentlich solltest du jetzt keine Pokebohnen mehr brauchen. Dir sollte es jetzt so gut gehen durch diese ganzen unglaublichen aufgegessenen Fledermäuse. So, wie so ein Frosch. Zunge ausgefahren und wieder reingezogen. So easy läuft das, aber ich gebe dir trotzdem mal eins, weil diese Zungenmuskulaturbewegungen kosten bestimmt auch sehr, sehr viel Energie. So. Alter, ich gehe raus, ohne Scheiß. Weg aus dieser verkackten Höhle. Ich komme hier erst mit Tauros wieder oder dann im Livestream halt. Sollte ich wirklich welche machen. Alter Schwede. Da sind die Kurioge irgendwie noch lieber als alles, was da drin sein kann. So. Ich würde sagen, bevor das Vieh irgendwie wieder anfängt, Stress zu machen, overkillen wir es einfach mal. Na, der Heuler könnte es tatsächlich retten, aber ich muss unbedingt nächste Runde erstmal auch mal meinen Faxo wieder heilen. Und ich glaube, ich setze Robins Weiterentwicklung nach vorne. Den frohen Kecker, die keckige Robbe, denn der kann auch so noch schön zuschlagen. Hat, glaube ich, auch noch Z-Moves. Sollte einen Normalangriff haben, das sollte das passen. Und dann kann sich mein Faxo wieder ausruhen, weil der hat mehr als genug gemacht in dieser
scheiß Höhle. Ich werde mich immer an diese Höhle als die Höhle der Zubats erinnern. Der Batcave. Na, na, na. Okay.